Also, es ist komisch, Pony. Es ist alles komisch irgendwie. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. ja, es ist so ein sehr anderes Video und ich glaube eines meiner spontansten Videos, die ich je gemacht habe. Weil, ja, erstmal Entschuldigung für die Kulisse, es ist nicht so wie sonst und es ist eben wie gesagt spontan. Wir sind ja, wir haben zum Beispiel kein Stativ. Wir haben da irgendwie aus einem Abfallkübel und einem Triptrap und keine Ahnung was alles irgendwas gebaut. Aber eben, ja, das ist eigentlich nicht jetzt das Wichtigste vom Video. Ich habe Pony. Ah, genau. Ich habe vorhin Pony geschnitten. Vor also etwa 10 Minuten. Ja, wir sind gerade ziemlich spontan unterwegs. Ja, aber eben, das, was im Titel steht, das ist wahr. Und genau, wir haben gedacht, dass wir heute auch in diesem Video alles mal so ein bisschen erklären, wieso, was, warum. Nicht, dass nachher irgendwelche Fragen kommen, wieso können wir eigentlich keine Videos mehr mit dem Mara? Haben wir Streit? Oder irgendwie ja. So. Ja, also es wissen eigentlich, glaube ich, auch viele, ich weiß es eigentlich gar nicht. Aber eben, wir machen auch das Video, damit nicht Milliarden Fragen kommen. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen an. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, so ein Video zu machen. Also wieso, dass wir das überhaupt machen, wieso überhaupt keine Videos mehr mit dem Mara kommen. Und zwar ist gestern etwas passiert. Ja, Mara hat mir angerufen und hat mir etwas erzählt. Und ja, was hast du so? Ja, nein, also du weißt es eigentlich. Also ich wollte schon immer ein Austauschjahr machen. Also ich mache jetzt mal 5 Minuten. Und ja, ich habe gestern erfahren, dass ich am Samstag auf Amerika gehe. Genau, also sie hat 5 Tage. Bevor sie überhaupt abreist, bevor sie weiss, zu wem sie geht, wohin, an welche Schule. Gar nicht. Du musst das Mail kommen. Ja, in 5 Tagen. In 5 Tagen fliegst du auf Amerika. Und es ist echt so überraschend, weil mir gedacht, sie wird nach der Ferien in die Schule gehen und dann kann sie alle Tschüss sagen. Und und es wird vielleicht erst Ende Januar sein. Und so. Also, wir haben schon gewusst, dass es irgendwann wird sein. Aber ja, aber so. Es hat halt geheißen, eher Ende Januar. Und jetzt ist, also ich meine, 6. oder 5. Ich weiß gar nicht. 5. Januar. Und das ist schon. Das 5 Tage vorher, wie ist das möglich? Das ist so asozial. Und ja, genau. Das ist der Grund, sie geht auf Amerika. Wo gehst du her? Texas. Sie geht auf Texas. Natürlich, es wird eine mega coole Zeit für sie, aber es ist halt auch. Scheiße. Es ist auch scheiße. Ich meine, ich freue mich mega, aber es ist so. Ich kann niemandem Tschüss sagen. Ja, klar, wir haben halt Silvester gestern noch Bier gefeiert und da habe ich einfach. Der eine noch eben Tschüss sagen, aber praktisch niemandem, und das ist halt so. Ja, und die einen sind halt in der Ferien, die anderen eben, siehst du halt vielleicht einfach eher in der Schule und so. Und ja, ich kann halt gedacht, ich kann einfach in die Schule gehen und dann sage ich alle Tschüss und dann ist so. Und jetzt ist es so. Du siehst es auch ein halbes Jahr nicht. Ich habe gerade so 2 wichtige Menschen einfach so das letzte Mal gesehen und das ist so schlimm. Es ist so schrecklich. Du kannst dir einfach nicht Tschüss sagen, weil sie weg sind. Ja. Und du kannst 5 Minuten. Und es ist so krass, weil sie wäre eben auch in die Ferien gegangen, aber sie ist jetzt gleich nicht gegangen. Sie ist alleine zu Hause geblieben, wir sind nicht so alleine. Ja. Und dann hätte ich dich vielleicht auch gar nicht gesehen. Oh. Boah, das wäre so schlimm gewesen. Das wäre so schrecklich. Das wäre so schlimm gewesen. Oh. Nein, oh nein. Aber eben, wir sind jetzt momentan, ich bin jetzt eben bei ihr, wir übernachten bei ihr. Und jetzt haben wir noch nicht mehr Tschüss sagen. Wir haben, nein, wir haben, oh, ich will wir bringen nicht, jetzt einfach nicht her. Wir haben vor einem Zug schon durchgegangen. Das ist ganz schrecklich. Wir sind daher gefahren von mir zu ihr und wir sind einfach auf die Hülle gewesen. Wirklich so schlimm gewesen. Oh nein, wirklich. Ich meine, nicht falsch verstehen. Ich meine, ich freue mich mega. Ich freue mich so. Ich hatte das schon immer wollen. Aber es ist trotzdem so Abschied nehmen. Vor allem so überraschend. Ich meine, ich bin so gestresst. Ich bin so überfordert gewesen. Ich habe heute eine Packliste gemacht. Ja. Ich bin, also keine Ahnung, es ist so. Ich komme jetzt einfach am Samstag, es ist so falsch. Es ist jetzt alles halt ein bisschen mega Stress. Oder? Ja, und eben, es ist so überraschend gewesen. Oh nein, es ist so schlimm gewesen. Ah ja, eben. Und jetzt haben wir gedacht, machen wir einfach so alles, was wir so haben machen. Zum Beispiel haben wir schon lange eigentlich zusammen kochen. Eben, jetzt sind wir nachher einfach noch zusammen irgendwelche Reis kochen oder keine Ahnung was. Ja, was machen wir noch? Wir haben noch... Wir haben meinen Pony geschnitten. Genau, wir haben, sie hat schon lange einen Pony will und ich bin immer so gesagt... Hat es nie gemacht. Ja, und sie hat sich vor allem nie getraut. Und wir haben irgendwann mal gesagt, ja, bevor du in Amerika gehst, kannst du dann einen machen. Also eigentlich fast so ein bisschen immer als Joke. Ja. Und jetzt haben wir auch so kurz, oh, du hast doch eigentlich einen Pony machen vor mir. Ja, komm, machen wir schnell einen Pony. Jetzt haben wir vor 10 Minuten wieder einfach einen Pony. Aber sie ist halt praktisch, ich kann ihn einfach wegtun. Und eben, da waren wir vorher noch in einem Fotoautomat, wo ich mir 10 Stutz gekostet habe. Hat überhässliche Bilder gemacht. So hässliche Bilder, aber einfach so, wir machen jetzt gerade alles in der Kasse. Ich kann das in ja, genau. Es ist im Fall, es ist sehr komisch, weil... Ich wirklich gerade so glücklich, aber wir sind eigentlich völlig am Arsch. Ja, wir wirklich gerade glücklich, aber... Ja, es ist gerade schrecklich. Weil eigentlich, ich meine, seit ich sie kenne, kleben wir so hart aneinander. Das ist schon am allerersten Tag, wo wir zusammen in die Klasse gekommen sind.
Warte jetzt, was war das Datum? 22.08.2017. Das ist... Oh mein Gott, das ist so komisch. Weil, eben, seit dem Tag, wir kleben nur aneinander. Wir erzählen einander alles, wir erleben so viel. Ja. Und ich glaube, das längste, was wir nicht uns gesehen haben, war 2 Wochen, als ich in der Ferien war. Also, also weißt, ich bin 2 Wochen in der Ferien. Ja. Und das war ja schlimm, gewesen, weißt du? Das ist so 5 Monate. 5 Monate, das ist so schlimm, Mann. Ich meine... ich meine... Wir machen das, ich erzähle dir alles, wir haben alle Insider. Ja. Ich habe mit dir über 50 übernommen für Personen. Ja. Ich meine, was mache ich denn ohne dich? Es geht einfach nicht. Vor allem nur schon auf meinem Kanal, es wird sich so viel ändern, weil ich mache jedes zweite Video mache ich mit ihr. Und zum Beispiel jetzt von der Schweizer YouTube-Szene gibt es halt nicht wirklich Mädchen, wo man so Sachen machen kann. Und es ist halt schon schwierig, es ist schon hart, weil eben, ich mache mit ihr alles, sie weiss alles über mich. Ich meine, ja. Also eben, wie gesagt, es ist auch ein random Video. Wir haben überhaupt nicht geplant, was wir euch jetzt erzählen werden. Wirklich gar nicht. Ich weiß eigentlich nicht mal, ob wir scharf sind. Ist ja gleich. Und ja, eben, wie gesagt, wir haben in diesem Video einfach so ein bisschen von euch bescheiden. Aufklären. Ja. Aber warum? Weiss nicht, was wir machen. Dann müssen wir nicht brüllen. Wir dürfen nicht brüllen jetzt. Nein. Wie gesagt, wir brüllen nicht vor der Kamera. Ja. Aber wir können nicht. es ist ich weiß gar nicht, wie emotional das eigentlich ist. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Du kannst in 5 Tagen. Nein, stopp. Ich darf nicht brüllen. Du kannst in 5 Tagen. Ich kann es nicht. Es sind wahrscheinlich nicht mehr 5. Es sind nicht ganz 5. Ja. Jetzt wissen wir, was läuft. Und... Wenn das Video online kommt, bin ich in Amerika. Es ist krass. Es ist der Samstag und das Video kommt am Sonntag online. Oh mein Gott. Oh, ich sehe aber 5 Minuten immer. Ha, tschüss! Ah ja, übrigens, dass ihr es wisst, also sie kommt ja nach 5 Minuten wieder und dann werden safe irgendwelche Videos wieder mit uns kommen. Also dann wird keine Angst haben. Darum, ja, einfach 5 Minuten, jetzt einfach nichts mehr. Ja. Aber ich weiß gar nicht, weißt, wie das für dich ist, weil... Ja, ich bin wahrscheinlich nicht so hart. Weil es sind einfach halt keine Videos mehr mit dir, ich weiß ja nicht. Aber, also schon klar, von mir werden Videos kommen, aber ich weiß nicht, ob ich so kreativ sein kann ohne dich. Ich kann mir gar nichts kochen, ich kann so. Ja, also eben, wir geniessen jetzt noch unsere restliche Zeit. Genau, und eben dann jetzt noch unser Reis kochen und über alles reden. Also das wäre echt lustig, wenn ich mache jetzt ein Video mache, wo du einfach irgendwie auf Skype bist oder so und dann sieht man dich vielleicht gleich noch. Ja, mal schauen. Oder sie schickt mir einfach ein Video, wie es ihr gerade geht, dann kann ich es mal einblenden. Ja, das wäre doch sehr geil. Das können wir machen. Ja, voll. Also ja, das wäre es eigentlich schon gewesen mit unserem Video. Ich habe coole Einhornsachen. Ja, von mir. Ja, eben wie gesagt, ich weiß, ich habe keinen Plan, wie ich das Video will schneiden, ob es ultra random ist, ob es kurz ist oder lang, was ich drin behalte, was nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber eben, es ist jetzt nicht wirklich speziell unterhaltend oder aufwendig und so. Und das geht eben auch nicht. Einfach für die, was ihr mich interessiert. Ja. Und halt irgendwie auch für uns so, dass wir mal einfach zu sehen, wie das so war, irgendwie so, einfach so 5 Tage vorher. Wenn ich zurückkomme, habe ich keinen Pony mehr. Ja. Außer der ist mir nochmal einer. Ja. Das ist also random, wieso mache ich mir einen Pony? Ja, eben wie gesagt, das wäre es mit meinem Video. Ich könnte ja einen Daumen nach oben geben, wenn ihr morgen auch werden vermissen, so wie ich. Dann hat es nicht Dislikes. Also, abonnieren, Glocke aktivieren. Bleibt ab. Und ich komme einfach in den Koffer mit. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss! Ich kann das so gern. Ich kann das auch so gern. Ich will nicht. Ich. Das ist der Mario, der Pony. Und ich habe ihn geschnitten.